Ich möchte ja mal grundsätzlich über philosophische Fragen sprechen, die eigentlich ihn betreffen. Und die Hauptfrage ist ja, warum gibt es eigentlich uns Menschen und welchen Sinn hat das ganze Leben, beziehungsweise welches Ziel verfolgt die Tatsache, dass es Menschen gibt, dass Menschen geboren werden, Menschen sich fortpflanzen und Menschen auch sterben. Und grundsätzlich muss ich sagen, bin ich mittlerweile der Meinung, dass es gar nicht einmal so viel Sinn hat, sich da großartig Gedanken zu machen, was die eigentliche Menschheit im Gesamten betrifft, sondern es eigentlich wichtiger ist, seine eigenen Ziele zu definieren und diese eigenen Ziele zu verfolgen. Ob diese Ziele im Sinne der Evolution oder des Schöpfers, je nachdem, wie man das ausdrücken will, richtig sind, das kann man nicht beurteilen. Also ich muss auch sagen, bei Diskussionen, die ich im Internet geführt habe, hat mich am Anfang immer wieder die Ansicht irritiert, dass angeblich eine religiöse Erziehung notwendig wäre, um die Leute zu moralischem Handeln zu befähigen. Das habe ich zuerst nicht verstanden, weil ich selbst nicht religiös erzogen worden bin. Dennoch habe ich nie einen Mord begangen, nie einen Diebstahl begangen und war eigentlich immer brav. Aber ich habe also schon nach moralischen Prinzipien gehandelt. Aber erst mit der Zeit bin ich darauf gekommen, was diese Leute eigentlich gemeint haben. Sie haben gemeint, wenn man nicht an einen Gott glaubt, dann glaubt man im Prinzip nicht an eine höchste Autorität, die absolut ist. Gott ist sozusagen eine absolute Autorität. Das heißt, man darf nicht gegen den Willen des Gottes handeln. Wenn man nicht an Gott glaubt, dann stellt sich die Frage, ja, gibt es überhaupt eine höchste moralische Autorität? Könnte nicht im Prinzip jeder selbst definieren, nach welchen Prinzipien er leben will. Das habe ich mittlerweile erkannt. Aber was diese Leute nicht begriffen haben, ist einfach die Tatsache, erstens einmal, nicht alle Menschen sind so, dass sie sich unbedingt vor einer Autorität fürchten müssen oder nur durch die Furcht vor einer Autorität zu bestimmten Handlungsweisen gezwungen werden. Eine zweite Sache ist, es gibt sowieso auch für diejenigen, die nicht gläubig sind, eine gewisse Autorität in Form des Rechtsstaates. Also wenn er gegen die Gesetze des Staates verstößt, dann macht sich ja auch strafbar. Das sollte eigentlich auch eine gewisse Motivation zum moralischen Handeln darstellen. Aber die Argumentation hat mich zumindest darauf gebracht, dass man sozusagen an eine gewisse absolute Autorität glauben muss, wenn man wirklich rechtfertigen will, dass gewisse Dinge gemacht werden müssen oder nicht gemacht werden dürfen. Wenn man alles relativiert, dann kann man eigentlich nicht letztgültig begründen, warum man so oder so handelt. Aber auch wenn es diese Religionsgemeinschaft und ihre Anhänger gibt, die an bestimmte moralische Autoritäten glauben, so gibt es ja verschiedene Religionsgemeinschaften und jeder glaubt an eine andere Lehre. Und damit haben wir zwar verschiedene Lehren, die sie alle den Anspruch erheben, absolut zu sein, aber trotzdem haben wir eine Vielfalt. Und diese Vielfalt führt dazu, dass diese Lehren in Konkurrenz miteinander treten. Manchen Leuten ist es so, dass sie die Möglichkeit haben, die Gemeinschaft zu wechseln, andere haben diese Möglichkeit nicht. Manche sind gezwungen, einer Gemeinschaft anzugehören, ob sie wollen oder nicht. Was auch dazu führen kann, dass sie unter Umständen gegen die persönlichen Prinzipien handeln müssen, was eigentlich keine gute Sache ist.
Also das ist eine mangelnde Konkurrenz, aber das ist in der Realität auch der Fall. Aber die Frage, die ich eben gesagt habe, dass man sich nicht unbedingt stellen sollte, ist die, welches Ziel die Menschheit als Ganzes hat. Denn wir sind Individuen und wir können nicht das Schicksal der gesamten Menschheit bestimmen. Wir können eigentlich nur unser eigenes Schicksal teilweise beeinflussen und das unserer Umgebung bzw. derjenigen Menschen, mit denen wir zusammen arbeiten. Ja, natürlich indirekt beeinflusst alles, es ist natürlich klar, aber sagen wir mal so, es beeinflusst normalerweise nur auf eine sehr geringe Art und Weise, was entfernt ist. Das heißt, der Mensch sollte sich Ziele setzen, er sollte sich überlegen, wie er diese Ziele erreichen kann, und er sollte darauf hinarbeiten, diese Ziele zu erreichen. Das ist es, was ich eigentlich jedem Menschen empfehlen würde. Ob die Menschheit als Ganzes ein Ziel hat, das ist eben eine Sache, über die man spekulieren kann. Ich habe nur gesagt, man sollte sich nicht die Mühe machen, darüber zu spekulieren, aber man kann darüber spekulieren. Man kann zum Beispiel überlegen, vielleicht ist es so wie im Computerspiel Super Bomberman, dass derjenige gewinnt, der als letzter übrig bleibt. Das heißt, derjenige ist ein Sieger, dessen Gene im letzten Menschen noch vorhanden sind, der auf dieser Welt herumwandelt, wann auch immer das der Fall sein wird. Könnte sein, ja. Also, auch wenn man sagt, es geht darum, seine Gene weiterzugeben, das ist auch eine Sache, die etwas ist, worüber man diskutieren könnte. Denn nach ein paar Generationen sind sowieso die Gene so stark vermischt, dass von einem selbst nur mehr wenig übrig bleibt. Ob zum Beispiel die Menschheit sich in eine bestimmte Richtung entwickeln sollte, sagen wir mal, sie sollte körperlich und geistig immer über höhere Fähigkeiten verfügen. Das weiß ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass man das wissen kann. Woher soll man wissen, ob das so sein sollte? Es gibt vielleicht manche Menschen, die das gerne hätten. Aber funktioniert es? Und denke an den Flynn-Effekt, der ja in den letzten Jahrzehnten sogar sich umgedreht hat. Also der Flynn-Effekt besagt ja, dass die Leute im Durchschnitt eine höhere Anzahl von Aufgaben in Intelligenz jetzt lösen können als früher. Und mittlerweile ist es aber wieder umgekehrt. Also mittlerweile schaffen die meisten im Durchschnitt weniger. Das heißt, dass offenbar es eine Zeit lang gegeben hat, in der die Menschen immer klüger geworden sind, aber jetzt ist das nicht mehr der Fall. Jetzt ist die Frage, ist das im Sinne der Evolution, ist Evolution immer die Entwicklung zu etwas Höherem? Oder ist Evolution nicht vielmehr einfach die Entwicklung an sich, wobei man nicht genau sagen kann, in welche Richtung sie sich entwickelt? Ich meine, das hängt auch zusammen mit Eugenik und Dysgenik. Wenn man sagt, die guten Erbanlagen sollen sich vermehren und die schlechten sollten sie nicht vermehren. Oder Dysgenik würde bedeuten, dass die schlechten Erbanlagen sozusagen die Überhand nehmen. Das ist eigentlich erstens einmal subjektiv, was sind gute Erbanlagen? Und zweitens, es stellt sich ja auch die Frage, wem das Ganze nützt. Nützt es einem Individuum? Ist es wirklich so, dass sich jedes Individuum, das sozusagen Nachkommen in die Welt gesetzt hat, welche wiederum Nachkommen in die Welt gesetzt haben, sozusagen im letzten Menschen weiterleben, gesiegt hat? Sind das die Sieger? Sind sie das wirklich? Sie sind doch immerhin tot, oder? Also, das Individuum lebt wahrscheinlich einmal, so geht es zugrunde. Warum sollte man sich so große Gedanken darüber machen, was danach kommt oder was das Ziel des Ganzen ist? Es könnte auch sein, dass es letzten Endes
so eine Art Bilanz gibt, nachdem er gestorben ist, die einem von einem Art göttlichen Wesen präsentiert wird und die einem Aufschluss darüber gibt, ob man gut gelebt hat oder schlecht gelebt hat. Es kann auch sein, solche Leute, die von ihren Mitmenschen für schlecht befunden geworden sind, bei denen sich herausstellt, dass sie besonders gut gelebt haben oder umgekehrt. Denn Menschen sind ja nur subjektiv in ihrem Urteil und sie können sich irren. Und sie können auch unter Umständen vielleicht sogar die Unwahrheit sprechen, wenn sie jemanden beurteilen. Also, meine Take-Home-Message ist eigentlich, jeder soll auf sich schauen, seine eigenen Ziele definieren und diese verfolgen. Und was denn daraus wird, wie die Menschheit sich das Ganze entwickelt, das ist nicht seine Sache. So, vielen Dank und einen schönen Tag noch.